Hallo Freunde, ich bin Ekaterina und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal, wo es sich alles rund ums Thema Stricken und Wolle dreht. Hier stricke ich nicht nur ganze Projekte, ich zeige euch einzeln Techniken, die diese Projekte noch ein bisschen interessanter, vielleicht auch professioneller machen. Und eine dieser Techniken, das ist der italienische Maschenanschlag. Das ist ein Maschenanschlag, das sieht man, der läuft mit so einer abgerundeten Kante. Und wenn man genau hinguckt, sieht das so aus, als würden die Maschen irgendwo hier anfangen und einmal eine Biegung machen und hier weiter entlang laufen. Tatsächlich brauchen wir nur ein paar Reihen, um diesen Maschenanschlag zu machen. Er ist wunderbar elastisch. Also super geeignet zum Beispiel für Mützen, für Ärmelbündchen, für Kragenbündchen. Und man kann ihn in verschiedenen Rippen stricken, also einmal Rippe 1,1 und auch Rippe 2,2. Man kann ihn als Wendestrick, also Flachstrick, stricken und man kann ihn auch in Runde stricken. Alles zeige ich euch, wie das geht. Es gibt auch verschiedene Arten, diesen Maschenanschlag zu machen. Einmal direkt die Maschen aus dem richtigen Garn anzuschlagen oder, wie das zum Beispiel bei Rippe 2,2 ist, mit einem Hilfsgarn. Ich würde es an eurer Stelle mal ausprobieren und sehen, womit ihr am besten klarkommt und dann bei einem richtigen Teil anwenden. In meinen Videos gibt es immer so einen kleinen Punkt, wo ich die industrielle Fertigung anspreche, beziehungsweise ein bisschen die Handarbeit und die Industrie vergleiche. Und ich weiß, dass dieser Maschenanschlag zwar meistens unter italienischer Maschenanschlag zu finden ist, aber man kennt ihn auch als industriellen Maschenanschlag. Und das liegt daran, dass in der Industrie auf den Maschinen gestrickt wird. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass da zwei Betten mit jeweils rechten und rechten Maschen sich gegenüber in Schräglage stehen. Und wenn wir uns den Maschenanschlag ansehen, sieht das so aus, als würde hier so ein glattrechtes Gestrick sein, das irgendwann verbunden wird. Und genauso ist das auch. Also hier wird immer nur glatt rechts und hier glatt rechts gestrickt, angefangen mit so einer Maschenverbindung. Und dann nach ein paar Reihen werden die Maschen ineinander geführt und dann sieht das so aus, als würde hier eine linke Masche sein und hier und diese rechte Masche wird rechts sein. Und dann sieht das aus wie ein Bündchen. Des Weiteren ist das so, dass in der Industrie die Teile nacheinander gestrickt werden in einem Stück. Das heißt, die Maschine hört jetzt nicht auf, bei jedem Rückenteil zu stricken, sondern zwischen den Teilen wird ein bisschen Hilfsgarn gestrickt. Hier so ein paar Reihen Hilfsgarn und dann kommt ein Trenngarn. Der findet genau hier statt, wie so ein Zickzackmuster. Und später, wenn alle Strickteile fertig gestrickt werden, wird dieses Hilfsgarn, diese Reihe, einmal rausgezogen und schon hat man diesen Maschenanschlag industriell. Das Witzige ist immer, dass das Handwerk immer so sein möchte wie die Industrie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das sehr, sehr gut, auch vom Nähen. Wenn mir alle gesagt haben, das sieht ja so aus wie gekauft. Ja, genau. Die Industrie versucht immer das Handwerk zu imitieren und das Handwerk versucht die Industrie zu imitieren. Und schlaue Stricker haben sich dann hingesetzt und wirklich diese Imitation nachgeahmt. Es geht wirklich ganz einfach. Im Prinzip stricken wir auch einen glatt rechten Boden und verbinden dann die Maschen ineinander. Beziehungsweise es geht auch ohne Hilfsfaden und da werden die Maschen einfach auf eine andere Art und Weise angeschlagen, aber es wird im Prinzip immer nur eine Seite, dann die andere gestrickt, eine Seite, dann die andere. Ich zeige euch gleich alle Methoden für den Maschenanschlag.
Wir fangen an mit einem ohne Hilfsfaden und gehen dann über, steigern uns zum Rundstrick und zum Rundstrick 2-2. Als erstes zeige ich euch die Methode für den italienischen Maschenanschlag ohne einen Hilfsfaden. Und ich wende diese Methode ganz gerne bei kürzeren Strecken, bei wenig Maschen an. Das heißt, naja, maximal würde ich jetzt eine grobe Zahl, je nach Garnstärke, aber ich würde sagen so 50, 60 Maschen zum Beispiel für einen Kragen oder eine Tasche oder Ärmel, die jetzt nicht am Stück gestrickt werden, sondern als Wendestrick, Flachstrick gestrickt werden. Dafür wende ich das gerne an, also unten am Bündchen. Und wir nehmen dazu den Faden, ein längeres Ende ungefähr. Man sagt immer dreimal so viel, aber ihr müsst das mit der Zeit auch abschätzen lernen. Und die erste Masche, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dreht ihr sie raus, indem ihr die Finger einmal zwischen den Fäden spannt, die Nadel auf den Faden legt und das einfach rausdreht. Oder ihr macht den ganz einfachen Maschenanschlag, das was ihr immer macht, einmal Kreuzanschlag und schon ist die erste Masche drauf. Die nächsten Maschen schlagen wir auf eine andere Art und Weise an. Und zwar nehmen wir einmal das Ende hier und den Faden, der zum Knäuel führt, zwischen Zeigefinger und Daumen und spreizen diese beiden Enden. So, hier in der rechten Hand habe ich die Nadel und jetzt gehe ich nach vorne zu dem Faden, der um den Daumen liegt und gehe darunter. Gehe rüber zu dem Faden, der um den Zeigefinger liegt, über dem Faden und ziehe ihn mir so als Masche nach vorne über die Nadel. Nochmal. Einmal unter den vorderen Faden, über den hinteren Faden und nach vorne als Masche ziehen. Als nächste Masche machen wir genau das Umgekehrte. Wir gehen erst unter den hinteren Faden und über den vorderen Faden und ziehen uns die Masche auf die Nadel. Und das wiederholen wir jetzt, die zwei Maschen. Einmal unter den vorderen, über den hinteren, so, und noch einmal hinter den hinteren und ziehen uns die Masche über. Und Moment, ich mache jetzt noch ein paar Maschen auf diese Weise und dann gucken wir sie kurz an. So, ihr seht, es entstehen unterschiedlich aussehende Maschen. Die sehen ein bisschen aus wie rechte und linke Maschen. Und das, was man bei diesem Maschenanschlag beachten muss, ist, dass die Maschen schön ordentlich unten, also diese Kreuzungen einfach unten liegen sollten und sich nicht verdrehen. Und dass man diesen Maschenanschlag sehr gut in einem Stück machen sollte. Also nicht erst Maschenanschlagen, kurz liegen lassen und dann irgendwann die erste Reihe und dann die zweite Reihe stricken, sondern direkt alles an einem Stück stricken, denn es rippelt sich sehr, sehr gerne auf, verdreht sich alles und dann muss man den kompletten Maschenanschlag neu machen. Und deshalb habe ich gesagt, für kürzere Strecken, weil sich hier alles verdreht, wenn die Maschen übers Seil gleiten, dann verdrehen sie sich auch sehr gerne. Und deswegen mache ich das gerne einmal zack und ruckzuck. So, jetzt beende ich den Maschenanschlag mit einer rechten Masche. Hier hinten ist mein Strickfaden. Ich wende den Strick. So, und ich habe meinen Faden hinten am Zeigefinger für die Fadenspannung, hebe die erste Masche ab und hier seht ihr schon, die Masche liegt schon als rechte Masche auf der Nadel und diese stricke ich auch als rechte Masche. Die nächste Masche ist so ein bisschen verdreht, seht ihr? Also es sieht aus wie eine linke Masche und diese Masche stricke ich nicht mit.
Ich lege den Faden vor die Masche und hebe sie auf die Arbeitsnadel rüber. Da liegt der Faden vor der Arbeitsnadel. Jetzt kommt wieder eine rechte Masche und diese stricke ich. Rechts die linke Masche hebe ich ab, ohne sie durchzustricken. Der Faden liegt vor der Arbeit. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Rechte Masche durchstricken, linke abheben, ohne sie durchzustricken. Der Faden liegt vor der Masche. So, bin fast fertig. Die letzte, die Randmasche, könnt ihr links oder rechts stricken. Es sieht beides, je nachdem, wie ihr die Randmaschen strickt. Links und dann abheben oder rechts und dann beim Wenden abheben, nicht durchstricken. So, bei der zweiten Reihe. Die erste heben wir ab und hier, wir sehen schon diese nicht durchgestrickten Maschen, die sehen aus wie rechte Maschen. So, wenn man sie einmal anguckt, da ist eine rechte Masche und hier folgt eine linke Masche. Und die rechten Maschen stricken wir rechts ab und zwar stechen wir hier von hinten. Also wenn man die Masche anguckt, ist das von vorne. Wenn sie auf der Nadel liegt, ist das von hinten. Wir stechen da so rein, dass sich eine glatte, nicht verdrehte rechte Masche bildet. Die linken Maschen, so wie bei der ersten Reihe, stricken wir nicht mit. Da legen wir den Faden vor die Arbeit. Die rechten Maschen stricken wir rechts, die linken Maschen ziehen wir rüber, ohne sie durchzustricken. So. Und das ist jetzt unsere zweite Reihe. Wir müssen insgesamt 4 Reihen stricken auf diese Weise. Also stricke ich noch 2 Reihen, in denen ich die rechte Masche durchstricke und die linke Masche abhebe, ohne sie durchzustricken. So, noch 2 Reihen. Ich habe jetzt 4 Reihen durchgestrickt und wir gucken uns das einmal an. Da bildet sich diese runde Rand. So. Und ab hier würde ich ein ganz normales Bündchen stricken. Beziehungsweise, wenn ihr Halbpatent strickt, würde ich das. Oder ihr habt eine bestimmte Bündchenweise, in der ihr unterschiedliche Maschen strickt. Also als nächste Reihe würde ich einmal kurz die linken Maschen durchstricken. Und so, dass sie alle richtig rum auf der Nadel sind und miteinander verbunden sind. Denn noch ist das quasi so ein Strick, der von einer Nadel, der so auf der Nadel liegt. So. Ups. So. Und jetzt könnt ihr euer Bündchen Halbpatent, je nachdem, was ihr habt, weiter stricken. Jetzt kommen wir zum italienischen Maschenanschlag mit Hilfsfaden und ich zeige euch erstmal die Variante für Rippe 1.1. Ich benutze als Kontrastfaden immer irgendwas wirklich sehr Leuchtendes, Glattes, vielleicht auch ein bisschen eine andere Garnstärke. Es reicht ja, wenn es irgendein dünnes Garn ist. Wichtig bei diesem Maschenanschlag ist die Maschenanzahl. Und zwar schlagen wir dafür immer die Hälfte der Maschen, die wir am Ende brauchen. Sprich, ihr braucht 80 Maschen, dann schlagt ihr 40 Maschen an. Ihr braucht 110, ihr schlagt 55 Maschen an. Wie ihr sie anschlagt, ist euch überlassen. Das ist total egal. Ich benutze den Kreuzanschlag. Und was ich hier noch mache, ich werde den über 2 Nadeln anschlagen. Ich schlage jetzt, sagen wir mal, 16 Maschen an. Ich möchte dann am Ende so 30 haben. Weil ich gemerkt habe, dass dieser Faden, der darf nicht zu stramm auf den Nadeln sitzen. Deswegen schlage ich ihn gerne
ein bisschen größer an. Ihr müsst jetzt nicht beide Nadeln nehmen. Ihr könnt auch einfach auf eine Größe anschlagen oder und dann mit der richtigen Garnstärke stricken. Oder ihr nehmt hier, ich habe jetzt 6 und dann nehmt ihr irgendwie eine 3 dazu. Ich habe jetzt meine beiden Nadeln fürs Beispiel einfach genommen. Oh, na gut, jetzt habe ich, machen wir 20 Maschen. Ich habe jetzt 20 Maschen hier drauf, dann werden es am Ende 40 Maschen. Das schneiden wir kurz ab. Wir brauchen den Hilfsfaden nicht mehr. So, und jetzt nehmen wir uns das richtige Garn, das endgültige. Wir ziehen eine Nadel raus. Und jetzt stricken wir alle Maschen glatt rechts. Und zwar stricken wir ganze 4 Reihen glatt rechts. Mit der Randmasche, wie ihr sie strickt. Ich stricke sie meistens links. Das ist einfach, weil meine Hände inzwischen das automatisch machen. So. Und die nächste Reihe alle links. Links, dann wieder rechts und dann wieder links. Alle bis wir 4 Reihen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Hier sind 4 Reihen glatt rechts. Und wir drehen das einmal. Und gucken uns das genau an und dann seht ihr hier diesen Steg in Mintfarbe zwischen den neonfarbenen Maschen. Da. Das wird unsere zusätzliche Masche. Und zwar nehmen wir jetzt unseren Strick, schieben die Maschen nach vorne. Die erste Masche nehme ich ab. Und dann stricke ich. Da habe ich meinen Steg. Da ist er. Da. Diesen greife ich mir jetzt mit der Nadel. Einmal ziehen auf die Nadel. Und dann steche ich hier von hinten in die Masche rein und setze sie auf die Nadel. Und es wird so zu einer linken Masche. Und die stricke ich jetzt links. So. Die rechte Masche, die nächste Masche ist eine rechte Masche und ist schon auf der Nadel. Die stricke ich rechts. Wir drehen das wieder und dann sehen wir den nächsten Steg, greifen ihn mit der Nadel, setzen ihn auf die Maschennadel. So von hinten steche ich da rein. Dann ist das glatt eine linke Masche und stricke eine linke Masche. Wieder eine rechte Masche auf der Nadel und ich greife mir diesen Steg, setze ihn auf die Nadel und stricke ihn links. So, rechte Masche, wieder ein Steg und links. Also immer abwechselnd, rechte Masche und linke Masche aus dem Steg. So, rechte Masche, linke Masche. So, guck mal, hier bildet sich schon diese Runde. Da ist unser Hilfsfaden. Den trennen wir einfach später ab. Und wir arbeiten es jetzt bis zum Ende der Reihe durch. Und ab da kann einfach Bündchen gestrickt werden. Je nachdem, Rippe 1,1 beziehungsweise Halbpatent, also alles, was mit 1,1, eine links, eine rechts anfängt, kann weiter gestrickt werden. Das sind meine letzten Maschen. Links, rechts und ich bilde mir hier jetzt aus einem Steg noch die letzte linke Masche. Links.
jetzt habe ich auch 40 Maschen, 2, 4, 6, 8, 10. 40 Maschen habe ich jetzt auf der Nadel und ab hier geht es weiter mit Bündchen und den Faden, den kann man dann einfach entfernen. Entweder man rippelt, nein, aufrippeln geht hier nicht, den muss man quasi einzeln rausziehen, so rausfädeln, so. Ich würde ihn aber zwischendurch auch abschneiden. Achtung, nicht wirklich vorsichtig abschneiden und darauf achten, dass ihr eure richtigen Maschen nicht verletzt. Alles schon gehabt, deshalb sage ich das, deshalb warne ich. Vorsichtig reinschneiden. So, und da ist unser Maschenanschlag. Den italienischen Maschenanschlag kann man auch in Runde stricken, das zeige ich euch kurz, für wenn ihr sowas wie Manschetten macht, also das Ärmelbündchen, etwas was enger ist, das Halsbündchen, dann würde ich tatsächlich ausprobieren, ob es mit einer Nadelstärke weniger geht, sprich mein Garn ist für Nadelstärke 6 bestimmt und ich würde dann Nadelstärke 5 wirklich für diesen Maschenanschlag, für diese ersten Reihen nehmen, damit das noch so ein Ticken, eine Idee, enger am Körper sitzt. Es ist aber nicht minder elastisch. Und wir nehmen wieder unseren Hilfsfaden und schlagen wieder die Hälfte der Maschen an, die wir brauchen. Und ich würde wieder auf 2 Nadeln anschlagen. So, was haben wir hier? 2, 4, 10. So, ich habe jetzt eine gerade Anzahl an Maschen gemacht und ich schlage jetzt eine Masche mehr an, um meinen Strick in Runde zu schließen. Ziehe eine Nadel raus. Ich muss die mal fummel das Ganze heraus. So, die letzte Masche kommt auf die Maschennadel. So, das ist am Anfang sehr, sehr fummelig. Und die ziehen wir, die letzte Masche über die erste, ziehen wir drüber und ziehen den Kreis zu. So, so. Jetzt unser richtiges Garn und stricken 4 Reihen glatt rechts, ups, da, glatt rechts, einmal rund herum, in Runde. So. Ich habe meine erste Runde gestrickt und hier gehen mir die Hilfsfäden immer auseinander, deshalb verknote ich sie. Geht mir auf den Keks. Verknote ich sie und schneide sie kurz ab, damit sie mich nicht stören. So. Und knapp abschneiden. So. Jetzt können wir weiter stricken. Einmal Nadel durchschieben.
ist mein Faden. Die einmal nach irgendwo hinwegschieben, so, dass sie nicht stören. Und weiter, das war die erste, also brauchen wir noch 3 Reihen. Glatt rechts. Hier rein, glatt rechts habe ich jetzt gestrickt, also jede Masche einfach rechts. Und jetzt machen wir das gleiche, was wir im Wendestrick gemacht haben, sprich hier eine rechte und hier draus eine linke Masche bilden. So, wir haben unseren Faden. Übrigens könnt ihr euch hier gerne Maschenmarkierer setzen, wenn ihr euren richtigen Strick anfangt. Ich habe mich jetzt an den Enden orientiert, aber natürlich für das Teil soll ja auch weitergehen. Maschenmarkierer sind da immer sehr, sehr, sehr hilfsreich. So, wir stricken die erste Masche rechts und setzen uns hier aus diesem Steg eine linke Masche drauf. Bam. Eine Masche rechts. Eine linke Masche. Bam. Da entsteht schon unsere Runde und das machen wir, bis wir hier wieder ankommen. Ich kann euch nur ans Herz legen, wirklich auf doppelte Nadeln den Hilfsfaden anzuschlagen. Denn sonst zieht er hier, also bei mir zieht er schon, seht ihr den Strick so ein bisschen zusammen und stellt ihr euch vor, ihr hättet diesen dünnen Faden auf eine Nadel angeschlagen. Dann wird euer Strick super straff gezogen, auch wenn wir den am Ende lösen und es wird alles gut. Für den Anfang ist es tatsächlich viel, viel besser, hier wirklich so einen losen, breiten Maschenanschlag zu machen und nicht zu eng wirklich auf 2 dicke Nadeln, beziehungsweise auf 2 Nadeln, die ihr jetzt auch benutzt, auf 2 Fünfernadeln habe ich das gemacht. Und beziehungsweise ihr könnt das auch eine zusätzliche Nadel nehmen, wenn ihr das auf Jackenstricknadeln macht oder sowas. Sonst wird das wirklich hier, also sonst wird dieser Anfang zu Qual für euch. Letzten Maschen. Hier habe ich noch eine rechte Masche und da muss ich noch einen Steg drauf machen. So, eine linke Masche. Und schon kann ich mein Bündchen stricken. So, ich habe linke Masche, rechte Masche, linke Masche, rechte Masche. So. Da. Da ist mein Maschenanschlag schön rund. Den Trennfaden kann man raustrennen und schon hat man so ein. Jetzt habe ich genug Maschen angeschlagen. Ich glaube, ich habe an die 80 Maschen angeschlagen. Jetzt, um zum Beispiel ein. Da. Zum Beispiel ein Kragen für so ein Kinderpullunder zum Beispiel. Das wird völlig reichen und es ist schön elastisch und rund und sehr schön. Übrigens wieder auf die normale Nadelstärke übergehen. Hier, ich habe mit 5 gestrickt und dann würde ich auf die 6 rübergehen und den restlichen Pullover zum Beispiel dann in der richtigen Nadelstärke stricken. Aber der Kragen sitzt dann schön eng, also je nachdem, wenn ihr das, ob ihr das haben wollt, das zum Beispiel bei einem Kinderpullunder oder bei einem Ärmel hier so, das ein bisschen enger sitzt, also enger zuläuft, dann auf jeden Fall eine kleinere Nadelstärke nehmen und dann wechseln. Der italienische Maschenanschlag funktioniert auch sehr gut für Bündchen mit der Rippe 2-2. Und das zeige ich euch jetzt. Auch hier machen wir das mit Hilfsfaden und schlagen genau so an. Die Hälfte der Maschen, Kreuzanschlag, whatever ihr möchtet, Hälfte der Maschen auf 2 Nadeln, damit uns dieser Faden nichts zusammenzieht.
schon angeschlagen. Ich schneide da auch direkt ab und stricke jetzt mit dem richtigen Faden 4 Reihen glatt rechts. Wenn ich nur den Faden finden würde. Da. 4 Reihen glatt rechts. Glatt rechts habe ich gestrickt. Und jetzt machen wir genau das gleiche wie bei der Rippe 1,1, nur dass wir dann zwei rechte Maschen stricken und dann zwei linke Maschen stricken. Also zwei rechte Maschen. Und jetzt holen wir erst einen Steg. So, einmal links. Und wo ist denn der zweite? Da. Man muss das immer so ein bisschen rausfummeln. Und den zweiten Steg. Was ist das für ein Faden? Genau, den müssen wir, das ist der Endfaden, den holen wir raus. So. Zweimal rechts. Und jetzt, die sind so ein bisschen verschoben, deswegen muss man da mit der Nadel ein bisschen zurückgehen. So. Einmal. Links und, na, wo ist denn der zweite Steg? Da ist er. Die ziehen sich ein bisschen raus. Man muss ihn suchen. So. Wieder zweimal rechts. Also dadurch, dass wir immer zwei stricken, verschiebt sich das so ein wenig. Und dieser Hilfsfaden zieht das Ganze so ein bisschen weg, deswegen auch unbedingt wieder auf große Nadeln stricken. Da ist der eine, da ist Nummer 1 und gleich daneben ist Nummer 2. So. 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 Und da ist der 2, 2, 2, 2. Wir stricken jetzt so bis zum. So, die Rippe 2,2 habe ich gestrickt. Da sind meine Rippen entstanden. Ich stricke jetzt noch eine Reihe zurück, in der ich nach Muster stricke. Und dann entferne ich, beziehungsweise ich kann den jetzt schon entfernen, den Hilfsfaden, vorsichtig reinschneiden. Beziehungsweise von der anderen Seite könnt ihr das rausfädeln. Auch seht ihr, ich zeige jetzt alles ganz doof, aber seid vorsichtig auch mit dem Rausziehen, denn diese Härchen können euch rausgezogen werden und dann sieht der Rand auch nicht mehr so schön aus. Da ist dieser schöne runde Rand, auch bei Rippe 2,2. Ich stricke zurzeit sehr viel mit Rippe 2,2, das ist irgendwie, sieht sehr, sehr schön aus, gibt so einen neuen modischen Aspekt, deswegen mache ich das gerne und werde jetzt den Faden zu Ende raustrennen und weiter Bündchen strecken. Rippe 2,2, einfach nach Muster jede Reihe, soweit ich das brauche. Hier habe ich mein Bündchen gestrickt. Das ist der Maschenanschlag auch sehr schön rund, schön elastisch. Ein wirklich sehr schöner Abschluss bzw. Anfang, je nachdem, wie man das sieht. Und man kann das natürlich auch in Runde stricken. Genauso mit einem Hilfsfaden, wie wir das bei Rippe 1,1 gestrickt haben. Nur, dass wir zwei rechte und dann wieder zwei linke Maschen aufnehmen. Und ihr seht, das ist auch ein richtig schöner, runder Maschenanschlag. Die Maschen legen sich richtig schön um die Kante herum. Und hier habe ich tatsächlich bei alles mit der gleichen Nadelstärke gestrickt, mit der 6, mit der ich auch alles weitere gestrickt habe. Ihr könnt euch dann aussuchen, ob ihr das noch ein bisschen enger haben wollt für den Maschenanschlag.
und dann mit der normalen Nadelstärke stricken oder ob ihr alles in einem Rutsch mit einer Nadelstärke machen wollt. Dann stehen die Maschen ein bisschen weiter auseinander.